Mein Gast heute in der Landesschau ist in Österreich einer der größten Stars. Seit Jahrzehnten unterhält er aber nicht nur seine Fans mit seiner Musik, sondern er bezieht auch immer wieder ganz klar Stellung bei gesellschaftlichen und politischen Themen. Spätestens seit seinem Ohrwurm-Hit Macho Macho kennt den Wiener auch bei uns im Land ein jeder. Macho Macho nimmt man gerne mit nach Hause. Sie sind leider um die Hosen lang. Wer gibt uns Kopf, der gibt uns Schwein. Silberne und goldene Schallplatten für Reinhard Fendrich, seit 40 Jahren im Musikgeschäft, erfolgreich mit seinen eingängigen, nachdenklichen Liedern. So entspannt, die Armen werden ärmer, die Reichen schauen zu. In seinem neuen Album ist er wieder ganz am Puls der Zeit. Reinhard Fendrich, willkommen in der Landesschau. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ein Schmunzeln konnten wir ihn trotzdem abringen mit diesen alten Bildern gerade eben noch. Klassentreffen. Schon. Man sieht Fotos von Klassen. Ja, aber man. Es war eine schöne Zeit und jetzt ist es halt anders. Es ist jetzt, sage ich mal, von der Laune her, wenn wir auf das neue Album Starkregen mal draufschauen, würde man meinen, na bitte, was ist mit dem Herrn passiert? Er schaut so schlecht gelaunt rein. Ja, ja, es gibt im Moment nicht viel zu lachen. Starkregen heißt's? Ja. Wobei, das ist schon eine kleine lustige Anekdote. Verraten Sie uns, warum das Starkregen heißt. Also, ja, also ich wusste nicht, wie ich die Platte nennen sollte. Es sind 13 abgeschlossene Geschichten. Mhm. Und ich habe einen Flug bei einer ausländischen Fluglinie gebucht. Und da sich mein Name mit AI schreibt, mein Vorname, hat ein Übersetzungsprogramm aus den Silben Rhein und hat Reinhard gemacht und hat mir zurückübersetzt Starkregen. Und ich hatte plötzlich ein Ticket in der Hand mit Starkregen Fendrich, mit dem ich natürlich nicht fliegen konnte. Aber sehr schön. Sie sagen es aber, die Zeit ist nicht sonderlich lustig. Sowohl politisch, aber auch geht es um private Probleme. Wir hören auch gleich nochmal rein, wie beispielsweise Burnout. Die Sachen, die Sie da drauf textlich auch wieder verarbeiten, eigene Erfahrungen oder das, was um Sie herum passiert? Als Künstler ist man eigentlich nicht Burnout gefährdet, weil wenn man kreativ arbeitet, ist man Pausen unterworfen, wenn einem nichts einfällt. Mhm. Ich habe das in meiner nahen Umgebung erfahren, dass Menschen, die eben in dieser leistungsbetonten Gesellschaft immer erreichbar sein müssen, mit Handys, mit Laptops, selbst wenn ich mit einem guten alten Freund irgendwann einmal essen gehe, der hat dauernd das Handy in der Hand. Und er sagt, bitte legst doch, nein, ich muss nur das. Dann geht er nach Hause, arbeitet am Computer weiter. Der Computer ist auch im Urlaub dabei. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann entsteht dieser Tunnelblick und nicht umsonst wird Burnout als von der Weltgesundheitsorganisation als Volkskrankheit eingestuft. Sie sagen so einfach und leicht verständlich dahin, als Künstler hat man damit überhaupt kein Problem. Nein. Aber Sie haben seit Jahren einen knallvollen Terminkalender, sind in der ganzen Weltgeschichte gewesen. Das ist ein Irrtum. Nein. Es gibt Phasen der Arbeit. Ich bin jetzt sehr lange unterwegs, seit 5 Wochen machen wir Promotour für das neue Album. Ja. Dann ist auch wieder Ruhe. Wenn ich im Studio bin, bin ich natürlich sehr beschäftigt, aber es geht um die ständige Belastung über Jahre, über dieses Hamsterrad. Mhm. Und das hat ein Künstler, also ich zumindest habe es nicht, vielleicht gibt es andere, aber ich kann sagen, dass ich allein durch die Ideenlosigkeit einer gewissen Pause manchmal unterworfen bin. Sie haben ja gerade eben schon im Vorgespräch verraten, auch musikalisch, haben Sie das einige sogar selbst auf dem Laptop gemacht, weil ich die fetten Beats, die unter dem einen oder anderen Song liegen, schon bewundert habe. Wollen wir uns jetzt zunächst aber mal Burnout, den Titel gönnen von Starkregen. Und da ist dann doch zunächst einmal auf den Text zu achten von Herrn Fendrich, wenn er über Du wirst von allen sehr geschätzt und bist bei jedermann beliebt, weil du wer bist, der alles gibt. Du bist belastbar, aber jetzt geht mittlerweile dann und wann das viel zitierte Lämmchen an. Glaub nicht, du redst da was ein, was nutzt die ganze Schufterei, wenn man am Ende davon nix hat. Es braucht oft lang, bis man begreift und die Erkenntnis reift, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also sowohl bildlich als auch musikalisch haben Sie da dem Burnout wirklich entgegengewirkt. Auch der Refrain ist, komm runter, mach dich locker. Ja, es ist steig auf die Bremse, bevor es jemand anderer für dich tut.
Ein wichtiges Thema nach wie vor ist die Politik. In Österreich stehen die Wahlen an. Sie haben dazu glücklicherweise immer was zu sagen. In heiße Luft, da schauen wir mal kurz auf den Text, heißt es, ein Song auch auf der neuen Platte. Die Wahrheit ist wie Wasser, sie sucht sich schon ihren Weg. War jetzt der FPÖ-Skandal, bevor Sie den Song gemacht haben oder danach? Danach. Okay. Das ist jetzt nicht nur bezogen auf die österreichische Innenpolitik, sondern es ist eher auf so Klimakonferenzen bezogen, wo Dinge versprochen werden und die werden nicht gehalten. Es wird in der Politik leider Gottes sehr oft die Unwahrheit gesagt. Es gibt ja dann schon den Begriff der alternativen Fakten. Ja. Und das ist ein politisches Wutlied, wo ich eigentlich sage, ich möchte mich eigentlich nicht mehr belügen lassen. Da kommen Sie richtig in Wallung und in Rage. Immer wieder wird auch gesprochen über Ihre alternative Nationalhymne, die auch schon einige Jahrzehnte her ist und die jetzt aber von Leuten missbraucht wird, denen Sie auch eigentlich nicht sonderlich nahestehen. Ja, es ist leider so, wenn man Made in Austria heißt es, das sage ich noch dazu. I'm from Austria. Entschuldigung, I'm from Austria. Es ist Made in Austria, stimmt ja. Auch, beides ist richtig. Gut. Ja, okay. I'm from Austria war aus einem anderen Anlass geschrieben, in den späten 80ern, weil Österreich plötzlich als Nazi-Land dastand, weil wir einen Bundespräsidenten hatten, dem man eben eine Nazi-Vergangenheit nachgesagt hat, Waldheim. Im Laufe der Jahrzehnte wurde es zu einem Volkslied und leider Gottes ist es so, wenn man ein Album produziert hat und verkauft hat, dann hat man kein Recht mehr darüber. Also es darf nicht bearbeitet werden, das kann aber jeder spielen. Mhm. Leider Gottes wird das auch von rechtspopulistischen Gruppierungen wie den Identitären, wurde es gespielt, also ich habe mich dagegen verwehrt. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr passieren, aber es ist natürlich äußerst unangenehm, wenn ein Lied so zweckentfremdet wird. Politik, das eine. Sie haben gesellschaftliche Probleme angesprochen. Das, was auf der Agenda zurzeit steht, Top 1 Klimawandel. Bei Ihnen aber seit einigen Jahren auch auf Nummer 1 die Kinderarmut. Ja, es gibt in Österreich mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche, die von Armut bedroht sind. Das darf man sich nicht vorstellen, dass jetzt wie in einem Hans-Christian Andersen-Märchen bettelnde Kinder auf der Straße stehen. Mhm. Sondern das sind Kinder, die können sich oft in der Schule das Essen nicht leisten. Es gibt Eltern, die hungern, damit sie ihrer Tochter mal ein neues Kleid kaufen können, damit die in der Schule nicht gemobbt wird. Das heißt, Menschen zu helfen, ohne ihnen die Würde zu nehmen, ist eine hochsensible Angelegenheit. Und das Wichtigste ist für mich, dass Kinder und Jugendliche Chancengleichheit haben. Weil die größte Hilfe, die man diesen jungen Menschen angedeihen lassen kann, ist, dass sie die Bildung haben, die sie eigentlich verdienen. Im letzten Jahr gab es von Ihnen auch ein Album, dessen Erlös entsprechenden Organisationen dann zuging. Jetzt müssen wir noch auf das deutsch-österreichische Verhältnis vielleicht kommen. Was können wir denn von den Österreichern oder die Österreicher von uns lernen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich weiß nicht, mit wem ich mir es jetzt verscherze. Vielleicht ein bisschen Humor von den Österreichern und ein bisschen mehr Vergangenheitsbewältigungsmut von den Deutschen. Wobei der Österreicher an sich meint ja auch, Wien, wo sie leben, wo sie herkommen, sei gar nicht Österreich. Naja, oh ja. Also Österreich ist ja eigentlich nicht Österreich, weil Österreich ein Vielvölkerstaat ist. Ja. Schauen Sie ins österreichische Telefonbuch oder ins Wiener Telefonbuch, da sehen Sie sehr viele tschechische Namen. Deswegen verstehe ich auch jetzt nicht wirklich, warum so eine große Ausländerfeindlichkeit entstanden ist. Ich bin meine Mutter ist sudetendeutscher Flüchtling, ich bin nur Zufall in Wien geboren. Und da gibt es viele andere auch, die jetzt nicht wirklich in der 100. Generation Österreicher sind. Für die kommende Wahl prognostizieren Sie, dass Kurz wieder Kanzler wird. Weiteres mögen Sie sich nicht ausmalen, deswegen belassen wir es jetzt mal bei der Sache. Da führt die Fantasie noch nicht ganz hin. Wichtig aber die Fantasie, dass ab 2020 Sie dann wirklich auf Tour sind, also nicht nur Promo machen fürs Album, sondern auch live nach Baden-Württemberg kommen werden, nach Calw und Stuttgart. Ja, das ist vollkommen richtig. Besondere Beziehungen hatten Sie zu Tübingen, das werden wir jetzt nimmer aufklären, weil unsere Zeit rum ist. Es war meine erste Reise mit meinem alten VW und ich habe es sehr genossen. Daran denkt der Reinhard Fendrich, Starkregen übersetzt, Hard Rain. Rain, ganz genau. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke für die Einladung. Und viel Erfolg mit dem Album und wir sind alle gespannt, was sich am Wochenende in Österreich politisch tut.